Unter seinem Spitznamen Meat Love wurde Marvin Lee Adday in den 80er Jahren berühmt. Doch Meat hat in der Zwischenzeit ordentlich abgespeckt. Geblieben ist die Stimme, mit der er seine Rockballaden schmettert. Auch für seine unverwechselbare Theatralik lieben ihn seine Fans. So waren heute Abend 8000 Menschen in Hamburg dabei, als der Maestro seine neue Tournee startete. Sabine Taube hat die Rocklegende beobachtet. Alkohol und Schweinshaxen hat der Rockpoet angeblich abgeschworen. Aber was ist mit den Frauen? Alkohol und Frauen, ich bin schließlich nicht schwul. Meat Love, auch Fleischklops genannt, war schon immer ein Genießer. Seine schmachtenden Balladen inszenierte er immer schon mit schönen Mädels. Den Hang zur Schauspielerei hatte er von Anfang an, mit Nebenrollen in Musicals hatte alles angefangen. Zuerst einmal muss ich eins klarstellen, richtige Schauspieler, Schauspieler niemals. Verstehen Sie das? Sie sind es einfach. Nur ein schlechter Schauspieler spielt. Ein richtiger Schauspieler ist ganz echt. A real actor is real. 1980 hatte Meat Love seinen Durchbruch, 250 Pfund schwer und mit ausdrucksvoller Stimme. Inzwischen hat er ganz schön abgespeckt. Du hast einen Teller, ein Messer und etwas zu essen. Du brauchst es gar nicht, die einfachste Diät. You don't eat it. He's a typical dad. Er ist ein typischer Vater. Er läuft durch das Haus mit kurzen Hosen und mit einer Brille auf der Nase. Er arbeitet am Computer. Er ist sehr streng. Das finde ich gut. Er ist ein großartiger Vater. Und im Alter ihres Vaters war dann auch das Publikum. Meat Love, Vater von zwei Kindern und seit 19 Jahren glücklich verheiratet. Wer hätte das von einem Musiker gedacht? Und auch zu seinem Namen steht er. Was ist mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Er heißt Bill. So nennt man bei uns eine Hundeschnauze. Alle Namen sind bekloppt und jeder, der sich am Namen eines anderen stört, ist dumm, wie der Nachbar von nebenan. Sein erstes Konzert hat er nach mehr als 2,5 Stunden glücklich überstanden. Er war so geil drauf. Immer wieder Hamburg. Also obwohl die Show nicht gut war und obwohl das Licht nicht gut war und obwohl er falsch gesungen hat, war es ein gutes Konzert. 9 Konzerte gibt er noch, der Rockpoet. Bis Ende Mai dauert die Tour durch Deutschland.